So, und da wollen wir doch gleich mal wieder durchstarten zum heutigen Wochenauftakt hier beim JFD-Devisenradar. Die Märkte zeigen sich relativ volatil mit viel Bewegung aktuell und das ist ein Grund, warum wir uns gleich mal hier natürlich wieder einem FX-Paar zuwenden wollen und hierbei speziell dem Looney, dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der hier auf Multi-Timeframe-Ebene wieder beschaut wird und wir wollen uns eben hier mal anschauen, was es denn jetzt mit dem jüngsten auf Ausbruch auf sich hat. Es fehlt so ein bisschen der Nachdrive, der Nachdruck, aber das soll jetzt hier nicht das Problem sein, denn grundsätzlich scheint es so, als würde der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar durchaus wieder anziehen wollen und das wahrscheinlich recht bald. Wir sehen aber hier zunächst mal die Beschau auf dem großen Bild. Das kennen Sie sicherlich als Zuschauer des Devisenradars. Hier Big Picture, Bodentassen-Formation mit grandiosem Verlauf, Pullback hier an dieses Ausbruchslevel von damals und seither, ja. Stürmt das Währungspaar buchstäblich nach oben? Wir haben hier ein ganz klares Ziellevel vor Augen, die Marke von rund 1,30, 1,30,64 konkret hier aus dem Jahr 2009. Das ist das Ziellevel, was wir uns hier im Prinzip schon seit Monaten vor Augen halten, aber bislang steht es noch aus. Nichtsdestotrotz darf man sich natürlich noch einer stetigen Performance erfreuen und wenn wir uns hier mal den Tageschart jetzt daraufhin betrachten, hatten wir hier eine sehr, sehr ausgeprägte Konsolidierung seit dem Februar hoch, seit dem Mehrjahreshoch hier bei 1.2799, äh, knapp vor 1.28, drehte es dann entsprechend. Wir sahen dann hier eine zähe Seitwärtsbewegung, die sich hier in einer Art, ja ich will sagen, bullischem Verlauf darstellte, denn ganz klar war, wir hatten hier eine... Abwärtsbewegung, aber hier unten einen sehr, sehr soliden Nachfragebereich. Immer wieder wurde das Paar hier aufgefangen und nach oben gehoben, obgleich zuletzt hier bei diesem Scheitern fast schon die Annahme existierte, ob wir nicht doch nach unten wegrauschen. Also hier hatte ich kurzfristig... Mal den Bias geändert, in der Erwartung, dass wir hier doch nach unten ausbrechen könnten, was dann natürlich in der Konsequenz ähm, weitere Abwärtsimpulse zur Folge gehabt hätte. Aber nein, das Währungspaar hat sich hier ja relativ stabil immer wieder gefangen und eben auch hier zuletzt Anfang März, um dann hier ganz signifikant am 6.3. nach oben auszubrechen. <laughs> so, seither haben wir jetzt diesen Ausbruch gefahren, sind nochmals hier in dem Bereich 1,28, also hier 1,27,99 von. Ende Januar rangelaufen haben hier allerdings nicht den signifikanten Ausbruch schaffen können. Und hier am vergangenen Mittwoch gab es dann hier einen obendrauf. Sie wissen das, 18.03., das war der Fed-Termin. Das war hier entsprechend dessen, was Janet Yellen dann äußerte ab 19.30 Uhr in Sachen ja, Zinsschritt. Zügelung, will ich mal sagen, führte dann in einem ersten Moment zu starken US-Dollar-Verlusten. Das wirkte sich entsprechend auch auf dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar aus. Dennoch ist hier der Bias weiter positiv. Ich will hier nicht bestreiten, dass der US-Dollar weiter aufwärts tendieren kann. Wohlmöglich auch nochmal so eine Art finalen Spike vollzieht, auch bei vielen anderen Währungspaaren. Am Wochenende gab es hierbei erst die VTAD-Frühjahrskonferenz in Frankfurt, wo eben speziell Euro, Dollar und Yen unter die Lupe genommen wurden meinerseits. Und da Ging es eben auch darum, dass es definitive Stabilisierungstendenzen gibt seitens des Euros und hier mögliche Schwächetendenzen seitens des US-Dollar-Indexes? Und das könnte temporär dazu führen, dass wir hier nach neuerlichem Auftrieb dann doch endlich mal eine längere Konsolidierung sehen. Ob so kommt, warten wir ab. Beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar stellt sich aktuell jedoch erneut eine zähe Seitwärtsphase heraus, die sich hier eben jetzt oberhalb dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie abspielen sollte. Und. Unterhalb dieses Widerstands bei grob 1,2795, 1,28. Wenn wir diese Zone verlassen, also hier signifikant über 1,28 rausziehen, da wäre hier der Hochpunkt vom 18.03. signifikant, 1,2835. Wenn wir darüber rausziehen, dann haben wir ein Kaufsignal in Richtung 1,3064 definitiv vorliegen. schrägstrich vielleicht sogar dann noch deutlich drüber. Das ist aber kurzfristig definitiv ein Ziellevel, was sich auswerfen lässt, wenn wir hier eben dann das Hoch der Kerze vom letzten Mittwoch überschreiten. Hingegen hier ein Ausbruch unter diesem leicht ansteigenden Aufwärtstrend zusätzlich dann womöglich unter diesen Support um 1,2385 sicherlich hier dann die Bären wieder in den Vorteil bringen würde, was dann hier, Sie sehen hier diese Unterstützungszonen, Abgaben bis 1,20 im Worst Case hier bis in den Bereich von 1,17 etwa zulassen würde. Sehe ich aktuell nicht so stark kommen, aber man weiß ja nie, wir müssen uns an der Realität des Preisverlaufes orientieren und Dort eben die Entscheidung abwägen. Schauen wir kurz in den Stundenchart für heute. US-Dollar, Kanadisch-Dollar, was haben wir da bislang gesehen? Eine Bewegung von 62 Pips. Im Schnitt bewegt sich das Paar um die 120, 130 Pips. Das heißt, heute dürfte nochmal das Doppelte draufkommen. Und wenn wir hier diesen stundenchart intervall sehen, dann haben wir hier diese schöne Unterstützung bei 1,23,85, 1,24 rund eben abgeleitet anhand des Tagescharts. Kurzfristig dann hier vom letzten Mittwoch ausgehend auch eine Aufwärtstrendmöglichkeit, eine etwas aggressivere. Trendlinie, die man hier durchaus hernehmen kann, um zu sagen, okay, wenn wir diese brechen wäre Vorsicht angebracht, dann haben wir hier diese bestätigende Abwärtstrendlinie. Bereits drei Anlaufpunkte mit Ausgangspunkt, also hier insignifikant, Signifikanz definitiv nicht von der Hand zu weisen und ein sehr sehr interessantes Niveau, um hier zu sagen, okay, jetzt dürften wir hier entweder nach oben diese Trendlinie testen oder wenn wir eben hier ein neues Tief machen, was hier unter die Asia Session geht. Das wäre dann hier das Niveau von 1,2549. Dann können es hier durchaus nochmal einen stärkeren Rücksatz ergeben. Ansonsten hier die Tendenzen, dass wir nach oben streben in Richtung 1,2660 etwa durchaus gegeben. Diese Chance besteht ähm, auch, wenn wir hier und dann zeige ich Ihnen kurz die Wochentagsstatistik wieder für heute eher einen marginalen Tag haben. Also hier keine klare Over oder Underperformance. 48 positiv Sch äh, Schlusspreise ist hier nicht sehr sehr signifikant. Viel signifikanter ist, schauen Sie her. Der Mittwoch mit nur 41% positiver Schlusspreise und insbesondere der Freitag mit grandiosen 73% positiver Schlusspreise. Also wenn Sie ein Währungspaar long handeln wollen, dann wenn die grundsätzlichen Intraday-Pattern natürlich auch stimmen, ist hier der Freitag ganz klar zu bevorzugen im Hinblick auf die letzten 52 Handelswochen. Gut, das wäre es im Prinzip zur Beschau des Loni. Wollen wir mal sehen, wie er sich denn so jetzt noch weiterentwickelt, denn Sie wissen, der Montag ist grundsätzlich auch von zäher Entwicklung geprägt. Bislang haben wir eine erhöhte Waller, die eigentlich noch auf mehr erwarten lässt, oder aber die Luft ist jetzt raus und nach den jüngsten Bewegungen tendieren wir seitwärts. Das wäre sicherlich unschön, aber man muss dann die Gegebenheiten eben annehmen, wie sie denn kommen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, gleich dann wieder das JFD Live Trading TV. Für alle, die es nicht finden oder nicht wissen, wie man das aufruft, entweder gehen Sie über den Guidance Desk hier praktisch auf. Die Tools bzw. vielmehr auf die Partner. Und dann rufen Sie den JFD Brokers Desktop auf. Und wenn Sie diesen aufgerufen haben, dann warten Sie einfach, wenn die Meldung einer Live-Sendung kommt, auf die Schalter und dann geht es direkt Realtime im Intraday-TV-Fenster sozusagen los. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Nachher geht es um den DAX. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.